Was die Kinder wohl gerade machen? Scheiße bauen. Anja, kannst du diese Tomaten stückeln? Nein, ich bin mit den Zwiebeln beschäftigt. Mach es gefälligst selber. Dieser Kerl. Eine glückliche Ehe. Okay. Drei Gebäude bleiben uns noch. Oh, wir können noch mal rauszoomen. Kurz hier gucken gehen, ob wir irgendwo hin könnten. Da können wir nicht lang gehen. Was machst du hier? Frustrierter Surfer. Boah, schau dir das an. Der Wind ist perfekt. Die Wellen. Alter, ich wünschte, ich hätte ein Surfbrett. Hier, Humann, fühle ich. Wo hast du das Board herbekommen? Sie hat doch gerade gesagt, ich hätte ein Surfbrett. Ich wünschte, ich hätte ein Surfbrett. Wo hast du das Board herbekommen? Alter. Louis hat in seinem Laden ziemlich coole Boards verkauft. Ich habe den ganzen Frühling lang gespart, um mir eines zu kaufen. Und jetzt habe ich endlich die Pansons und alles ist ausverkauft, verdammt der Touristen. Ja, ist so. Wir sitzen nicht auf demselben Surfbrett. Wohin würdest du gehen? Indigo-See starten, um mich aufzuwärmen. Dann würde ich die Wellen am Pier mitnehmen. Weißt du eigentlich, dass es eine Höhle in den Klippen gibt? Die Strömung da ist echt klasse, Alter. Und dann weiß nicht, vielleicht geht es dann nach Turquesa. Immer was anderes. Oder zum oberen Indico. Anscheinend gibt es da ein paar nette Seen und niemand geht da wirklich hin. Oh, Alter, das wäre krass. Yo, tschüss, Alter. Peace out. Peace out, Rabbit. Das Temtem hat eine ziemlich coole Frisur. Vor allem die Farbgebung ist sehr gut gewählt. Oh, wait, das ist die Uni, ne? Gehen wir noch nicht rein. Da gehen wir zuletzt rein. Hier haben wir einen Brunnen. Unten liegen eine Menge Glückwunschbrunnenmünzen herum. Wenn ich doch nur eine davon hätte. Ich finde unser Starter-Pokémon so cool. Was machst du hier? Hm, schon wieder? Schon wieder was? Ja, warst du nicht gestern schon mal da? Oder vielleicht war das einer von deinen Freunden? Warum fragen mich alle Kinder aus der Akademie immer nach Sandwiches? Wir haben Hunger, du wohnst in der Nähe, du bist halt eine nette Person. Oh, du bist ganz schön charmant. Trotzdem nicht. Jetzt. Oh, ein Sandwich, klar, jetzt. Aber hier so ein How I Met Your Mother Sandwich. Ja, chill dir. Im Schatten. Mit dem Kopf zur Wand. Was geht denn hier ab? Was ist da irgendwo auf dem Kopf? Ein Taco? Ein ganz schön dick belegter Taco. Temporium. Right hier war das Temporium. Ich bin der legendäre neunte Bäcker. Du besitzt einen neuen Rucksäcker. Du bist neunmal wiedergekommen. Du hast neun Sicherungen gemacht? Warte mal, du besitzt neun Rucksäcke? Ja, ich liebe meine Rucksäcke. Ich brauche einen für jedes Outfit. Was hast du da auf dem Kopf? Fällt dir mein Taco nicht? Sowas hast du noch nie irgendwo gesehen. Ich erfinde nämlich eine neue Moderichtung. Du wirst sehen. Wow, ein Taco als Hut. Eine neue Moderichtung. Let's go. Du fällst also wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Du ziehst also wieder auf ein Abenteuer. Du bist also sicher, dass du auf das richtige Pferd setzt. Was ist ein Pferd? Ich kenne hier keine Pferde. Entspanne mich nun, nachdem ich von einer meiner Reisen über das Archipel zurückgekehrt bin. Es ist schön, eine Weile zu Hause zu sein, bevor ich wieder aufbreche. Gehen wir zuerst rein. Zur Akademie gehen wir danach. Wir gehen jetzt erst hier rein. Das Temdeck verwenden. Jedes Mal, wenn du ein neues Temtem fängst und es nicht in dein Team passt, wird es ins Temdeck geschickt. Im Temdeck befinden sich alle Temtem in Kisten. Du kannst deine Temtem zwischen Kisten und deinem Team hin und her bewegen. Du kannst außerdem jedes Temtem markieren.
um einen noch besseren Überblick zu haben. Ich muss das mir kurz noch etwas noch eine Stufe bequemer machen. Also hören wir mal zu. Wenn du ein wildes Temtem fängst und dein Team schon voll ist. Achso, ja, dann wird es hergeschickt. Alles klar, danke. Danke. Gut, dann sind wir auch soweit durch eigentlich. Was macht ihr noch? ...30% Rabatt. Temdeck Manager. Wie kann ich mich registrieren? Oh, der ist kaputt. Eigentlich müsste jetzt sowas kommen wie. Ja, richtig. In wesentlichen Weisen wirst du dort zu den aufbewahrten Temtem zu. Du brauchst auch zusätzliche Slots. Ja, die schaltest du dann auch mal frei, wenn du von Stadt zu Stadt ziehst oder so. Jetzt müssen wir ihn in Langa treffen, dann gibt er uns dann weitere Slots. Die verkaufen auch Duft, Temkarte, Salbe, Ether, Beleber, Gegengift, Aufwacher. Ring, Ring. Ja komm, wir nehmen mal zwei Aufwacher mit. Obwohl, wir finden es auch alles. Harte Kämpfe kommen anfangs eh noch nicht. Wer weiß, wie viel nachher irgendwie was kostet. Also, ein Fahrrad gibt es vielleicht nicht. Man reitet ja eh auf seinem Mount. Auf seinem Temtem. Weiß gar nicht, ab wann das geht. Vielleicht muss das auch erst irgendwie sich weiterentwickeln und ab einer bestimmten Stufe kann man auf jedem Temtem reiten oder fliegen oder so. Whatever. Aber wer weiß, wie viel das Surfbrett nachher kostet. Vielleicht gibt es auch eine Quest für, wo wir es uns verdienen können, for free bekommen. Wir sparen erstmal Kohle. Das Einzige, was ich mir nochmal hole, ist nochmal eine Tem-Karte. Damit wir wieder schön auf 10 bleiben. Und von dem Rest haben wir genug erstmal. Guti. Okay, dann gehen wir jetzt zur Akademie. Und wir müssen noch ein Schwein irgendwo fangen, damit wir das dem Kind da bringen können, damit die Quest abgeschlossen ist. Oh, wir können ja an den Docks können wir noch langlaufen, so noch ausbezeichnen. Haben wir mit der schon gesprochen? Bei dir vorhin schon? Zara. Oh, ich habe niemanden geringeren als Sophia gesehen, wie sie euch zwei die Stadt... Ach, das war Sophia. Ihr beide müsst echt mächtige Freunde haben. Wir sehen uns in der Klasse. So, moin Meister. Wir
willkommen in der Akademie. Solltest du nicht in einem Klassenzimmer sitzen? Warum bist du denn eher so? Hier ist schon mal niemand außer hier vorne an der Tafel. Professor Glatzkopf. Hallo junger Schüler, wie heißt du? Inigo Montoya. Oh, das hatte ich nicht erwartet. Was? Suchte jedenfalls einen Platz. Wir wollten gerade mit dem Unterricht beginnen. Bitte öffnet all eure Temtem-Statistiken, meistern Buch auf Seite 6. Digga, hier ist keiner. Ist gar keiner. Weiß auch nicht, wo mein Platz ist. Aber mein Platz ist hier. Erstmal gegen den Mülleimer treten. Salbe plus, die heilt nochmal mehr. 70 LP. Na, mein typischer Job als Lehrer wäre wahrscheinlich, dass ich hier ankomme, meinen Laptop platziere, aufschlage, mein iPad platziere und aufschlage, anfange auf dem Laptop zu zocken und auf dem iPad irgendeinen Stream gucke. Das wäre wohl so der Klassiker. Oder ich einfach selbst den Stream anschmeiße. Ja, einfach ganz normaler Lehrer-Stream. Ganz normal. Kriegt man eigentlich mal auch Reichweite mit, wenn du live aus dem Klassenzimmer noch Unterricht machst, online irgendwo. Warum nicht? Wenn du eine gute Lehrkraft bist. Josep. Wie lautet die Kombination? Ah, er hat die Kombination vergessen. Anfänger. Kennt ihr das, wenn ihr so Freunde habt und ihr wollt irgendwie ein Spiel spielen, wo eure Mates das Game auch schon vor Jahren gespielt haben oder ihr wollt es wieder spielen? Und irgendwie haben voll viele, viele Freunde das Problem, dass die das Passwort davon nicht mehr haben, die E-Mail nicht mehr haben, den Benutzernamen nicht mehr haben. Ich könnte es auch nicht. Ich kann mir einfach keine Zahlen merken. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Zack, weg ist die Kombination. Und ich brauche meine Bücher. Oh, mein Sandwich. Oh ja, ein Sandwich. Und wieder? Ja, ich kann mir einfach keine Zahlen merken. Mein Gedächtnis ist wie ein... Ja, okay. Irgendwelche Ideen? Man bekommt die Kombination am Empfang. Die geben dir einen kleinen Zettel, auf dem sie draufsteht. Aber ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Können sie dir einen weiteren Zettel am Empfang geben? Warum machst du das nicht selbst? Ist ihm schon öfter passiert, ist ihm peinlich. Oh, ich bin rausgegangen. Helfe Josep. Wow. Das macht es jetzt halt auch nicht besser, dass wir ihm erzählen, dass er seine Kombination vergessen hat. Nun, ich kann dir keine Kopie geben, weil wir keine haben. Wir müssen uns an die Datenschutzrichtlinien der Riverin-Gefolgschaft halten. Vielleicht findet er den Zettel ja wieder. Irgendwo muss er ja sein. Hey, hast du die Kombination von meinem Spind? Bitte sag ja. Also, der Rezeptionist hat mir gesagt, dass er mir deine Kombination nicht geben kann. Wir müssen den Zettel finden. Wo warst du heute überall? Oh, lass mich nachdenken. Also ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, dann bin ich zum Temporium gegangen, um mir ein paar Temp-Karten zu holen. Und dann bin ich sofort zur Akademie gerannt, um nicht zu spät zu kommen. Und am Temporium. Er muss mir beim Bezahlen aus der Tasche gefallen sein. Dann mal los zum Temporium. Seid ihr bereit? Hier gibt's nichts weiter. Ist jetzt das Ding. Wir könnten natürlich jeden fragen. Ah, es gibt so noch einen Tresor, ne? Cool. Wir müssten ja jetzt jeden fragen hier und ansprechen eigentlich, ne? Aber. Ah, ich suche nach einem kleinen Zettel. Habe ich nicht gesehen. Perfekt. Für welchen Spind ist der? Für meinen, für den von Josep, für den von Roger? Mit Ehrlichkeit kommen wir immer weiter, ne? Aber wenn ich jetzt Josep sage, dann sagt sie wahrscheinlich, was, der blöde Nerd, Alter?
Hast vergessen, Junge. Ah, das war doch klar. Er hat ihn verloren. Schon wieder. Bitte. Na gut, aber du musst mir im Gegenzug einen kleinen Gefallen tun. Nee, war nur Spaß. Bitteschön. Auch besser für dich. Ein Stück Papier mit 4 Nummern darauf. Vermutlich die Kombination zu Josef Spind. Uff. Ich nehme das Sandwich, du kannst die Äpfel haben. Ich mag nämlich kein Obst. Nice, Vitaläpfel. So, irgendwas hatte sie noch gesagt hier. Na, jetzt steht da nichts mehr. Was mit ihr? Oh ja, hallo. Du bist bestimmt... Wo ist die Liste gleich noch? Ah, Krasur. Tut mir leid, falsches Klassenzimmer. Hi. Bitte setze dich und hör zu. Also fangen wir an. Wer von euch kann mir alle elementaren Feuer-Temtem nennen? Irgendwelche Freiwilligen? Malst du nur, ihr Schönheit. So ein Schwein, das müssen wir fangen. Hm? Stern, Pfütze, Bäume, Prismen, Gedöns, Gras, okay. Oh, wieder einmal. Aber gegen den können wir nicht gegentreten. Beim Lehrertisch ist hier hinter so einer. Rauchbombe. Das beliebteste Chipanki-Feuerwerk. Die erzeugte Rauchwolke bringt dich sofort zum Temporium oder zum letzten sicheren Punkt zurück, den du besucht hast. Ah, nice. Coole Animation. Nützliche Erfindung. Bist du zum letzten von den besuchten. Ja, okay, perfekt. Ah, da sieht man dann die Bändiger, die in der Nähe sind. Gibt's man? War da vorhin schon kurz aufgekommen und habe gesehen, dass eine Liste von Spielern war. Deswegen dachte ich mir schon. Weil ich will bloß Items aus dem Mülleimer ziehen. Temtem-Techniken haben mein Leben verändert. Techniken sind spezielle Angriffe, wenn sie im Level aufsteigen, aber sie können in jedem Kampf jeweils nur 4 Techniken ausgerüstet haben. Physisch, speziell oder Status. Wartewert. Das Temtem, achso, das ist am Anfang, wo man die Runden warten muss, bis man es benutzen kann. Priorität. Bestimmt die Reihenfolge der ausgeführten Techniken im Kampf. Temtem mit hoher Geschwindigkeit sind normalerweise zuerst dran. Aber die Priorität einer Technik kann diese Reihenfolge verändern. Ein letzter Punkt, den es sich zu merken lohnt, führt ein Temtem eine Technik seines eigenen Elementtyps aus. Erhält die Technik einen Schadensbonus. Achso. Dann war der vierfache Schadensbonus ist, wenn du ein Skill von deinem Element benutzt gegen ein gegnerisches Element, was dagegen anfällig ist. Wenn du ein normales nehmen würdest, was nicht von deinem Typ ist, aber das gegnerische Pokémon trotzdem irgendwie einen Damage-Bonus hat, sprich anfällig ist dagegen, macht es doppelten Schaden. Achso, wir können nur reden hier. Und was führt dich zu uns? Wer bist du? Ich bin die Schulleiterin und dies ist mein Büro. Außerdem bin ich furchtbar beschäftigt. Gibt es einen Grund, aus dem du hier sein solltest? Wait, dein Büro ist in einem Klassenzimmer. Was ist das für eine Akademie hier eigentlich? Sind wir hier auf Schloss Einstein oder was ist passiert? Was los? Ja, das musst du wohl. Oh, warte mal kurz. Es gibt da etwas, das du für die Akademie tun kannst. Kennst du Yusuf? Oder Roger? Das sollten Klassenkameraden von mir sein. Nö. Nun, ich kann sie nirgendwo finden. Sie schwänzen ständig den Unterricht. So wie du. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir langsam Sorgen um sie.
Kannst du sie für mich finden? Mhm, Roger wollte ein Surfboard zum Geburtstag. Das war letzte Woche. Leider habe ich sie heute noch gar nicht gesehen. Dann sind sie auf dem Surftrip. Bitte sei diskret. Wir wollen auf keinen Fall Carlos involvieren und eine offizielle Untersuchung daraus machen. Die Akademie hat einen guten Ruf zu verlieren. Ether Plus. Marcelino, hallo. Bitte sei beim nächsten Mal pünktlicher. Der heutige Unterricht ist fast vorbei. Ja, anscheinend scheißen die alle auf den Unterricht. Den können wir wieder nicht ran. Okay. Bitte kurz stehen bleiben und kurz Wasser lassen. So, Amigos. Machen weiter. Ich würde sagen, wir checken jetzt die Docks erstmal ab. Hallöchen. Stör dich nicht an mir. Du bist nicht von hier? Ich komme vom anderen Ufer. Und ja, ich bin ein Seemann. Der Riverine Gefolgschaft in Turquesa. Warst du schon einmal in Turquesa? Niemals! Das ist gleich hinter dem Wasser und auf dem Wasser. Wir Turquesier lieben es, uns die Füße nass zu machen. Turquesa treibt am östlichen Ufer des Silaro wie eine Stadt aus Treibholz. Ach, aber wo bleiben meine Manieren? Tut mir leid, mein Name ist Pino der Seebär. Ich heiße Grasul. Du scheinst nett zu sein, also komm in jeder Zeit vorbei, wenn du ein paar wundersame Silaro-Geschichten hören willst. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wann die Fähre nach Turquesa kommt? Keine Ahnung, nun ja, da muss ich wohl weiter warten. Mach mir langsam Sorgen, dass sie gar nicht mehr kommt. Irgendwas darüber gehört? Würdest du das tun, das wäre toll. Es ist auch kein langer Weg bis dahin. Könntest du es bitte herausfinden? Na, kein Problem. Schöner Kutter hier. Ahoi, Landradder. Ich suche nach einem Seemann. Ich suche nach einem Schiff. Der Silaro geht dir ins Blut über, dass du das gesagt hast. Nicht, dass du das als Landbewohner verstehen könntest, aber das tut er wirklich. Das war ein feines Boot, aber uralt war sie. Hätte wohl ein wenig mehr Zeit im Trockendock verbringen sollen. Ihr Kiel ist am Verrotten. Prahl nicht gern mit meinen hellen Taten. Ich bin Matrosin und eine ziemlich gute noch dazu. Ach so. Sehr bescheiden. Ich habe erlebt, wie Stürme einfach so ausbrechen, wie Schiffe sinken, Temtem wie aus dem Nichts auftauchen. Ich habe dem Schicksal getrotzt, wie es nur wenige Luftschiffkapitäne jemals tun werden. Oh, ein charmanter alter Kauz, dieser Pino der Seebär. Er hat mehr Seemannsgarn vergessen, als ich jemals gekannt habe. Wenn er ein Professor in Arbury wäre, würden sie ihm für seine Erzählung Medaillen verleihen. Er ist aber Seemann, also geben Sie ihm Schnaps. Ich glaube, das hätte er so auch lieber. Er ist unten bei den Docks. Wenn du ihn treffen willst, ist nichts übersehen. Ein richtig schönes Feel-Good-Game, actually. Achso.
Drei große Festungen. Einer am südlichen Rand, dies war just, nachdem das Wasser sich regte und Turkesa darauf erbaut wurde. Die andere ragte stolz über den Klippen und Hügeln hervor. Ihre Türme ließen alles andere von menschlicher Hand erbaute winzig erscheinen. Okay, windgewandte Festung. Natürlich gab es einen Krieg. Könige und Krieger gehen Hand in Hand, so wie das Meer und der Regen. Viele gute Frauen, Männer und Temtem ließen ihre Leben sinnlos auf den Grund des Silaro. Als es nach vielen Schlachten noch immer keinen Sieg und keinen Besiegten gab, holten sie sich beide Verbündete von jenseits von Denis. Aus dem grünen Arbery kamen tapfere Ritter in funkelnden Rüstungen. Ihre Beckenhauben strahlten förmlich unter der Pan-Sonne. Ihre Schwerter waren vom Blut ihrer Brüder rot gefärbt. Aus dem nebligen Chipanko kamen wilde Krieger in ihren goldenen und nachtschwarzen Yoroi. Ihr Kriegsgeschrei war erschütternd und sie waren furchtlos im Kampfe. Ehrenvoll war ihr Bestreben allerdings nicht. Wer weiß, warum sie kämpfen? Weder ich noch sonst irgendjemand hier weiß es. Und ich bezweifle, dass die Kriegstreiber selbst es wussten. Es war einfach so, dass Denis klein für zwei Herrscher war, also musste einer von ihnen fallen, unter den Fluten des Silaro begraben und vergessen werden. Die südlichen Fürsten hatten Freunde unter den Chipanki, da beide Völker arbeitsam waren und es liebten zu reisen und zu handeln. Und damit ließen sie sich beide zu einem geteilten Verderben verleiten. Die Fürsten im Norden hatten Familienbande mit einem aborianischen Herrscher. Dieser konnte den Ruf zu den Waffen nicht abweisen, selbst wenn dieser ins sichere Verderben führte. Der Krieg tobte viele Jahre lang, bis die Götter erzürnt vom sinnlosen Schlachten ihre Wut auf das Land hinabfahren ließen und Arbery und Chipanko regelrecht abhakten. Und dann endete der Krieg, ohne Gewinner und Verlierer, sondern mit äußerster und allgegenwärtiger Erschöpfung. Ja, oh, das vergaß ich zu erwähnen. Damals befanden sich Chipanko, Arbery und Denis auf einer Insel. Dann entschieden die Götter, dass es am besten sei, sie zu teilen. Drei kraftvolle Schwünge mit ihrem göttlichen Schwert, zack, zack. Und so ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Wer hat am Ende gewonnen? Die Bewohner von Arizona waren es leid, Brüder und Töchter an den Krieg zu verlieren. Sie rebellierten und setzten den König ab. Sobald sie diese Nachricht vernahmen, erledigten sich die Turkesier ihrer Herrscher. Der Krieg war vorbei. Mit der Zeit fielen die Festungen und der Silaro verschluckte ihre Steine, Bretter und Nägel. Nur der Silaro bleibt. Kein Krieg wird jemals von Männern, Frauen oder Temtem gewonnen. Der Silaro beansprucht am Ende alles für sich. Nun komm jederzeit wieder, wenn du eine Geschichte hören willst. Achso, oh nein, das erste. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Machen wir erstmal die Nebenquests weiter. Machen wir. Riverin ist. Okay, dafür müssen wir erstmal nach Turkesa. Das bleibt erstmal weg. So war Aufgabenfenster hier. Brikal. Käse. Bringe dem süßen Fratz ein. Ach ja, genau, das Schwein. Weiß nicht, ob man das im Anfangsgebiet fangen kann, aber ich denke. Bitte den Temdeck Manager in Nanga und mehr auf. Achso, das ist in Nanga. Okay, es kommt alles nach und nach.
Können wir gucken, ob wir auf dem Weg vielleicht sogar auch so ein Schwein treffen. Wir müssen jetzt einfach nur straight nach oben rennen, ne? Sonst war hier nichts weiter. Da hinten können wir noch nicht hin zu dem Fragezeichen. Vielleicht kann man rumgehen. Aber sonst kann man da auch später hin surfen.